Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIP 2, drei Tage nach Ihrem Wahlsieg haben heute auch die Gremien der FPÖ getagt. Blaupause, die Freiheitlichen wollen als stärkste Partei die nächste Regierung anführen und den Vorsitz im Nationalrat. Doch für eine Koalition ist derzeit kein Partner in Sicht. Machtlos, die Grünen haben nach 5 Jahren Koalition 40% ihrer Wählerschaft verloren. Ihre Chancen weiter zu regieren stehen schlecht. Live im Studio ist heute der Grüne noch Gesundheitsminister Johannes Rauch. Letztes Duell. 5 Wochen vor der US-Präsidentenwahl haben die beiden Vizes Walz und Vance im Fernsehen debattiert. Der Wahlausgang am 5. November ist nach Umfragen völlig offen. Es war der größte Wahlsieg, den die Freiheitlichen in ihrer Parteigeschichte gefeiert haben. Fast 29%, noch mal mehr als zu den besten Zeiten Jörg Haiders. Und vor allem zum ersten Mal bei einer Nationalratswahl stärkste Partei. Statt dem üblichen blauen Montag hat man sich diesmal gleich 2 Tage blau machen gegönnt, bevor heute die Parteigremien zusammengetreten sind. Der Ton danach war völlig anders als im Wahlkampf. Die deklarierte Antisystempartei möchte ja nun staatstragend werden und den nächsten Kanzler stellen, sowie erstmals den Vorsitz im Nationalrat. Peter Babuzki und Harald Jungreutmeier berichten. Was Wahlerfolge alles bewirken können. Herbert Kickl ausgesucht freundlich und hilfsbereit gegenüber den Medien. Auftritt die erste, nicht alle sind bereit. Dann können Sie sich nochmal positionieren, wir kommen nochmal raus für Sie. So, grüß Gott. Jetzt sind alle da, oder? Jetzt sind alle da. Nicht, dass wir irgendjemanden da benachteiligen, das will ich nicht. Außer ungewohnter Freundlichkeit hat die FPÖ den Journalisten heute nicht viel zu bieten. Wer von den Blauen für die Nationalratspräsidentschaft kandidiert, soll erst zeitnah zur Abstimmung am 24. Oktober bekannt gegeben werden. Nur der ehemalige blaue Wiener Landesparteiobmann und Nationalratsabgeordnete Hilmar Kabas nennt einen Namen. Wer wäre der beste Nationalratspräsident Ihrer Meinung nach? An sich ich, aber ich habe nicht kandidiert. Zurück zum Parteiobmann. Ausgesucht höflich ist Herbert Kickl heute auch gegenüber dem Bundespräsidenten, den er schon einmal als senile Mumie in der Hofburg bezeichnet hat. Kickl will erst nach dem Gespräch mit dem Bundespräsidenten wieder zu den Medien sprechen. Erstens einmal, glaube ich, ist das ein Ausdruck des Respekts. Das gehört sich einfach. Und das Zweite ist, ich glaube, es wird auch der Verantwortung gerecht, die wir in diesen Tagen, in diesen Stunden tragen für die Zukunft dieses Landes. Der Ton mag heute zwar freundlich und staatstragend sein, an den Standpunkten hat sich nichts geändert. Der FPÖ-nahe Politikberater schließt aus, dass Herbert Kickl Platz machen könnte, um eine FPÖ-ÖVP-Koalition zu ermöglichen. Es gibt nur eine FPÖ, auch wenn die ÖVP gerne von einer Kickl-FPÖ spricht. Und man muss die ÖVP auch mal daran erinnern, dass sie in 3 Ländern aktuell, in Salzburg, in Oberösterreich und in Niederösterreich, mit dieser FPÖ regiert, unaufgeregt regiert, erfolgreich regiert. Warum soll das im Bund nicht auch funktionieren? Das wird die ÖVP ihren Wählern erklären müssen. Mal schauen, ob die Höflichkeit anhält, wenn das Gespräch mit dem Bundespräsidenten doch nicht so positiv verläuft. Beim Bundespräsidenten ist überhaupt viel los dieser Tage. Heute war die türkis-grüne Regierung in der Hofburg, um ihren Rücktritt anzubieten. Wie das nach Wahlen zwar nicht vorgeschrieben ist, aber seit Jahrzehnten üblich. Der Präsident hat den Rücktritt angenommen, aber alle MinisterInnen mit der Weiterführung der Amtsgeschäfte betraut, bis eine neue Bundesregierung steht. Die Stimmung zwischen den Noch-Partnern war da heute deutlich besser als zuletzt, auch wenn die Grünen noch weniger Grund zum Lachen haben. Sie haben am Sonntag als einzige noch schlimmer verloren als die ÖVP, mehr als 40% ihrer Wählerschaft. Von gut 660.000 grünen Stimmen vor 5 Jahren sind keine 400.000 mehr übrig. Die meisten wanderten Richtung SPÖ. Und eine neue Regierungsbeteiligung ist auch nicht sehr wahrscheinlich. Österreich ist ein Land der Usancen, ein Land der nicht geschriebenen Gesetze, an die sich alle halten. Jede Regierung bietet nach einer Wahl ihren Rücktritt an. Dieser wird, so ist es Brauch, vom Bundespräsidenten angenommen. Gleichzeitig wird die alte Regierung aber mit der Weiterführung der Geschäfte beauftragt. So auch heute. Er werde jetzt mit allen reden, sagt der Bundespräsident. Wie ich schon am Wahlabend gesagt habe, ist mir bei der Regierungsbildung wichtig, dass die Grundpfeiler unserer liberalen Demokratie respektiert werden. Zum Beispiel der Rechtsstaat, die Gewaltenteilung, die Menschen- und Minderheitenrechte, unabhängige Medien.
die EU-Mitgliedschaft, respektvoller Umgang miteinander. Worte schaffen Realität, wir müssen sie mit Bedacht wählen. Für die Grünen ändert sich zumindest jetzt schon eines. Werner Kogler ist nicht mehr Vizekanzler, den gibt es in einer Übergangsregierung nämlich nicht. Minister bleibt er aber. Und es ist nicht der einzige Verlust für die Grünen. Mehr als ein Drittel der Wählerinnen und Wähler haben die Partei nach dem Ausflug in die Regierung nicht mehr gewählt. Ist das der Preis fürs Regieren oder haben die Grünen zu viele Fehler gemacht? Lore Hayek, ehemalige Landesgeschäftsführerin der Grünen Tirol und mittlerweile Politikwissenschaftlerin an der Uni Innsbruck, sieht mehrere Gründe für das schwache Abschneiden der Grünen. Das eine ist, dass Regierende nach der Corona-Krise überall in Europa verloren haben und dass die Grünen insbesondere 2019 ihr bestes Ergebnis aller Zeiten erreicht haben, also von einem hohen Niveau gestartet sind. Und was wir bei den Grünen immer sehen, auch in den Landesregierungen, wo sie waren in der Vergangenheit, in der Regierung werden die Grünen zu ganz akribischen Arbeitern, Arbeiterinnen, aber verlieren dabei irgendwie ihre große Erzählung aus dem Auge. Und dann fehlt natürlich im Wahlkampf irgendwo die Erfolgsgeschichte, die man zu erzählen hat. Wohl auch eine Rolle gespielt haben dürften schmerzhafte Kompromisse, die an grünen Prinzipien gerüttelt haben. Oder auch der anfangs geheime Sideletter, mit dem sich Grüne und ÖVP die Posten der Republik aufgeteilt haben. Auch die Causa Schilling sei nicht zu unterschätzen, so der Innenpolitikjournalist. Das wirkt bis heute nach, weil es das Vertrauen in die Urteilsfähigkeit der Parteiführung geschwächt hat und weil die Person Lena Schilling bei vielen Grünanhängerinnen und Grünanhängern einfach Widerspruch hervorgerufen hat, aufgrund ihrer Unerfahrenheit, aufgrund mancher Aussagen im Wahlkampf. Also ich glaube, dass das einen dauerhaften Schaden angerichtet hat. Auffällig ist, dass zumindest nach außen hin trotz des großen Stimmenverlustes niemand an Werner Kogler als Parteichef zweifelt. Ich glaube, die Grünen verspüren insgesamt eine recht große Dankbarkeit gegenüber Werner Kogler, auch aus der Zeit von 2017, wo er in der außerparlamentarischen Opposition ihr Parteichef war. Und ich gehe davon aus, dass Werner Kogler zumindest bis zum Ende von allfälligen Sondierungs- oder Regierungsgesprächen noch an der Spitze bleiben wird. Und danach wird man einfach sehen, in welcher Rolle die Grünen dann überhaupt sind, wie sie sich neu orientieren. Vielleicht kommt dann jemand neuer. Die Grünen geben sich bereit für allfällige Regierungsverhandlungen, aber spielt die Ökopartei dabei überhaupt noch eine Rolle? Also ich glaube, dass die Grünen bei diesen Regierungsverhandlungen zwar teilnehmen werden, aber eher in der Rolle des Zusehers zu finden sein werden, denn das Verhältnis zwischen der ÖVP-Führung und führenden Grünen ist dermaßen ruiniert, dass ich es für unvorstellbar halte, dass die Grünen eingeladen werden, in die nächste Bundesregierung hineinzugehen. Jetzt ist aber erst einmal der Bundespräsident am Zug. Ein früherer grüner Parteichef, Patrick Kruska und Christoph Benders haben berichtet. Und live bei mir im Studio ist jetzt der Grüne noch Gesundheitsminister Johannes Rauch, der schon am Wahlabend als erster Grüner vor die Kameras musste. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Schönen guten Abend, Herr Wolf. Herr Rauch, wir haben eigentlich Parteichef Kogler oder Clubchefin Maurer eingeladen. Die haben beide abgesagt, geschickt wurden Sie. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Aber es wirkt ein bisschen so, als würde niemand aus der grünen Spitze, der weiter im Nationalrat sitzt, an diesem Wahldebakel anstreifen wollen. Wenn ich mich richtig entsinne, sind wir die einzige Partei, die jedenfalls einen namhaften Vertreter hierher geschickt hat ins Studio. Ich mache das gerne. Ich bin auch lange genug im Geschäft, um das zu tun. Und es ist ja so, dass wir als Team angetreten sind, auch als Team gemeinsam Verantwortung übernehmen, jeder von uns. Und deshalb bin ich heute da und stehe Ihnen gerne Rede und Antwort. Gut, lange im Geschäft wären Herr Kogler und Frau Maurer ja an sich auch. Die Grünen haben von allen Parteien am meisten verloren. Mehr als 40% ihrer Wählerschaft, ich habe es gesagt, das ist fast die Hälfte. Sie sind bei ihrer Stärke von vor 25 Jahren angelangt und hinter die Neos gefallen. Normalerweise tritt bei so einem Debakel irgendwer zurück, wie bei den deutschen Grünen gerade. Bei den österreichischen Grünen heißt es schmerzlich, aber lass mal die Kirche im Dorf. Nein, ich finde, man kann die Dinge auch benennen, wie sie sind. Das sind natürlich Verluste, die uns nicht freuen. Wir hätten uns deutlich mehr erwartet. Allerdings, wir haben 2017 die Katastrophe erlebt. Da sind wir rausgeflogen aus dem Parlament. Und da hat Peter Pilz gegen Sie kandidiert. Haben dann das beste Ergebnis gemacht seit langem, sind dann in die Regierung eingetreten. Und Frau Dr. Hayek hat es ja richtig gesagt, Regierende in allen europäischen Ländern, denen ist der Gegenwind entgegengeschlagen. Das sind einfach Krisen zu bewältigen gewesen, die ich glaube, die haben wir in Österreich nicht so schlecht hinbekommen. Und Regierende haben keinen großen Zuspruch bekommen. Ändert nichts daran, zugestanden, Demut ist notwendig. Es wird am Freitag einen erweiterten Bundesvorstand geben mit allen Vertretern aus allen Bundesländern von unserer Partei, wo auch ganz genau analysiert wird, was sind die Ursachen.
Wir kommen dann vielleicht noch auf die SPÖ und die dorthin abgewanderten Stimmen. Und was muss noch besser gemacht werden? Aber personelle Konsequenzen wird es keine geben? Wie gesagt, wir sind als Team angetreten, tragen gemeinsam Verantwortung. Werner Kogler ist gewählt bis 2025. Da findet der nächste Bundeskongress statt. Ich sehe keine Veranlassung, das jetzt zu ändern. Im Sommer haben die Grünen durch den Alleingang beim Renaturierungsgesetz das Verhältnis zur ÖVP de facto in die Luft gesprengt. Wäre es da nicht gescheiter gewesen, ihre in der Partei zumindest und bei den Grünen super populäre Klimafighterin Leonore Gewessler dann gleich zur Spitzenkandidatin für die Wahl zu machen? Da möchte ich auch noch Bezug nehmen auf den Beitrag vorher, wo gesagt worden ist, unsere Führungsebene hat ein völlig zerstörtes Verhältnis zur ÖVP. Das stimmt ja mitnichten. Natürlich hat das Renaturierungsgesetz Wellen gemacht in der Regierung. Ich halte es trotzdem für richtig, dass Leonore Gewessler zugestimmt hat. Es ist das Naturschutzgesetz in Europa, aber die Gesprächsbasis ist intakt. Die ÖVP will nicht mehr mit ihren regieren. Die ÖVP sagt mit Frau Gewessler schon gar nicht. Wer sagt denn das? Jeder, mit dem er von der ÖVP spricht. Dann schauen wir, was in 3 Wochen passiert. Also ich habe schon viele Regierungsverhandlungen erlebt, Herr Wolf, wo sich Dinge auch geändert haben. Ich orte jetzt aktuell eine sehr volatile Situation in Österreich. Und es wird darum gehen, eine stabile Regierung zustande zu bekommen. Da kommen wir gleich. Bleiben wir noch kurz beim Sonntag, weil es mich doch interessieren würde. Die wichtigsten Themen für die Wähler waren laut der Wahlforschung die Inflation, die Zuwanderung, Gesundheit, Krieg und Kriminalität. Das einzige Thema der Grünen im Wahlkampf war der Klimaschutz. Offenbar waren Sie nicht dort, wo die Sorgen der Bevölkerung waren. Ich sehe das anders, weil erstens die Dinge zusammenhängen. Klimaveränderung ist auch eine soziale Frage, ist auch eine Frage, die damit zusammenhängt, ob sich Menschen massenhaft auf die Flucht machen müssen. Das werden wir erleben und man kann ja nicht einfach so tun, nur wenn eine Partei, jetzt stimmenstärkste Partei in Österreich, ist den Klimawandel verleugnet, als gingen die Dinge weg. Das heißt, ja, ich gestehe zu, möglicherweise werden wir besser erklären müssen, dass mit der Veränderung des Klimas und mit den Maßnahmen, die wir setzen, da auch Chancen verbunden sind. Ist uns vielleicht zu wenig gelungen zu erklären, dass 300.000 Menschen, die jetzt ein Klimaticket haben, davon profitieren? Ist uns zu wenig gelungen, auch zu erklären in meinem Bereich, dass die Anpassungen aller sozialen Familienleistungen an die Teuerung ein sozialpolitischer Schritt ist, der tatsächlich den Menschen auch Hilfe gebracht hat. Mag sein, Kommunikation verbessern, ohne Zweifel. Und Sie waren trotzdem thematisch sehr eng im Wahlkampf. 2019 haben die Grünen noch plakatiert, der Anstand würde Grün wählen. Aber das ging ja nach der Schilling-Affäre im Europawahlkampf wirklich nicht mehr gut. Wie sehr hat denn der Umgang mit dieser Sache, nämlich die Medien sind dran schuld, das war alles eine böse Kampagne, frauenfeindlich, wie sehr hat das die Grünen beschädigt? Die Medien sind nicht schuld, wir sind ja nicht die SPÖ, die den Medien die Schuld geben. Ja, sie haben schon, die Grünen Nein. haben natürlich den, also diese erste Nein, Pressekonferenz. Die Medien sind nicht schuld am Wahlergebnis der Grünen, möchte das klar festhalten. Und zum Thema Anstand, so viel möchte ich schon sagen. Was Alma Sadic in ihrer Amtszeit jetzt gemacht hat in die Justiz, hat dazu beigetragen, dass Verfahren abgewickelt werden konnten, die früher unter den Tisch gekehrt worden sind. Ich habe Sie gerade nach dem Umgang mit der Schilling-Affäre gefragt. Das ist bei uns abgehandelt, das ist abgehakt. Und da kein Fehler. Wir schauen jetzt nach vorne. Ich sage Ihnen auch, warum. Weil jetzt geht es darum, natürlich nach dieser Wahlniederlage erst einmal zu analysieren, was haben wir falsch gemacht. Das tun wir. Genau, bei der Analyse sind wir gerade. Dann, und ich frage Sie, war der Umgang mit der Schilling-Affäre ein Fehler? Der ist aufgearbeitet, das ist abgehakt, das ist erledigt. Und was ein Fehler? Wir schauen jetzt nach vorne und gehen in die Landtagswahl. In 2 Wochen, Herr Wolf, sage ich Ihnen, ist Landtagswahl in Vorarlberg. Wissen Sie, was da ansteht? Die Frage, ob dort die Blauen in die Regierung kommen oder die Grünen, wie ich in der Regierung war, jetzt 10 Jahre, weiter regieren können. Es macht einen fundamentalen Unterschied. Und dafür stehe ich einfach auch. Den Leuten zu erklären und zu sagen, man kann nicht einfach kampflos aufgeben. Dazu sind wir da, damit die Dinge eine Wendung nehmen, die auch in eine Zukunft weisen. Und das ist unsere Aufgabe. Jetzt in Vorarlberg in 14 Tagen, dann in der Steiermark, nächstes Jahr im Burgenland und dann in Wien. Dann bleiben wir doch gleich in Vorarlberg. Da dürften Sie ziemlich sicher oder ziemlich wahrscheinlich in 2 Wochen auch aus der Regierung fliegen, wenn man dem Landeshauptmann so zuhört. Und vielleicht liegt den Grünen einfach das Regieren nicht so. Überall, wo sie in Koalitionen waren in den letzten Jahren, sind sie letztlich wieder rausgeflogen. In Oberösterreich, in Kärnten, in Wien, in Tirol, in Salzburg, ziemlich wahrscheinlich in 10 Tagen in Vorarlberg. In Innsbruck haben sie den einzigen grünen Bürgermeister in der Großstadt verloren. Und jetzt fliegen sie aus der Bundesregierung. Vielleicht sind die Grünen in der Opposition einfach besser.
Nein, das glaube ich nicht. Da bin ich auch überzeugt davon. Wir haben jetzt 10 Jahre regiert in Vorarlberg. Da war ich beteiligt, nicht ganz unerheblich. Wir haben dort Erfolge vorzuweisen. Das Land hat sich eine positive und sehr gute Richtung entwickelt. Und die Richtungsfrage ist eine klare. Die haben wir schon 2014 gestellt gehabt. Schwarz-Blau oder Schwarz-Grün. Und wer will, dass es mit Vorarlberg gut weitergeht, der muss die Grünen wählen, weil dieses künstlich ausgerufene Duell, jetzt auch in Vorarlberg, zwischen dem Landeshauptmann und der FPÖ, das gibt es ja in Wahrheit gar nicht. Meine Umfrage schon. Nein, entschuldigen Sie, das ist herbeigeschrieben, um zu mobilisieren. Das haben wir jetzt oft und oft erlebt. Und deshalb ist es ja auch zum taktischen Wählen auf der Bundesebene gekommen. Wir sind ausgeronnen in Richtung SPÖ, weil die SPÖ gesagt hat, mit uns gibt es einen völlig neuen Kurs. Was hat stattgefunden? Ein WählerInnen-Austausch mit uns, das bringt insgesamt der politischen Situation in Österreich gar nichts. Und wenn man sich anschaut, wie sich die SPÖ jetzt nach der Wahl positioniert, vor der Wahl, wir sind Brandmauer gegen rechts, jetzt sagt Doris Burres, einen blauen Präsidenten im Nationalrat, kein Problem, verstehe ich nicht. Aber wenn die Grünen so treu sind beim Regieren, vielleicht hat dann Oliver Pink doch heute recht in der Presse, wenn er schreibt, die Grünen haben das Pech, dass die Wähler leider zu blöd sind, zu honorieren, was sie alles für sie tun. Weiß ich komplett zurück. Ich bin nie jemand, der sagt, die Wähler sind schuld oder sind zu dumm, etwas zu verstehen. Der Wähler hat immer recht, das ist mal festzuhalten. Und wenn wir verlieren, haben wir Dinge besser zu machen. Unzweifelhaft ist in den letzten 5 Jahren in einer schwierigen Regierungssituation manches auch nicht so gelungen, wie wir uns das gewünscht hätten. Aber ich möchte schon für uns betonen, insgesamt als Regierung, da sind Dinge weitergegangen, die jahrzehntelang liegen geblieben sind. Gesundheitsreform, Pflegereform. Die Klimaschutzministerin hat Dinge auf den Weg gebracht, die bisher nicht vorhanden waren. Und Alma Sadic hat dafür gesorgt, dass die Justiz unabhängig arbeiten kann. Die Wähler haben es offenbar nicht bemerkt. Ist ein Kommunikationsthema auch. Ich sage ja, vielleicht ist es viel zu wenig gelungen. Frau Dr. Hayez hat es ja gesagt, ja, vor lauter sozusagen Hinschauen aufs Hackeln und aufs Arbeiten, auch die große Erzählung im Auge zu behalten und den Leuten auch klarzumachen, wir machen es für euch und nicht für uns. Klingt ein bisschen irgendwie nach Erklärungen, die wir von der ÖVP und von der SPÖ schon in den 80er und 90er Jahren gehört haben. Wir müssen nur besser kommunizieren. Aber weil Sie jetzt gesagt haben, in 3 Wochen kann es mit Koalitionsverhandlungen schon ganz anders aussehen. Sie sind ja ein politischer Profi. Jetzt ist die Atmosphäre tatsächlich, also die ÖVP ist sehr sauer irgendwie auf die Grünen. Es gibt viele Teile in der ÖVP, die wollen mit den Grünen nicht mehr. Die finden ihre Klimapolitik auch nicht so toll. Und die Neos stehen der ÖVP auch inhaltlich näher. Jetzt wird es offensichtlich eine ziemlich mühsame Dreierkoalition geben. Warum, jetzt die Frage an Sie als Politprofi, warum sollte sich die ÖVP neben der SPÖ da noch eine zweite linke Partei antun und nicht die Neos? Wir wissen es einfach nicht, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass Dynamiken in Regierungsverhandlungen oft eine eigene Geschichte sind. Jetzt hat der Bundespräsident heute sehr klar gesagt, was er sich erwartet. Ja, auch was die Haltungen der Parteien angeht, zur Demokratie, zur Rechtsstaatlichkeit, zu Frauenrechten, zur Pressefreiheit, zu Europa. Europa. Oder? Also da können die Neos mithalten, oder? Ich bitte um Entschuldigung. Wir stehen da schon für klare Werte und Richtungen. Und das wird jetzt die Frage sein, wo sind die Schnittmengen? Und Andreas Babler hat sich ja im Wahlkampf sehr weit hinausgelehnt. Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern. Sehr aber ohne SPÖ gibt es ja sowieso keine Koalition. Da geht es ja dann sowieso nur mehr mit Schwarz-Blau. Also Sie werden mit den Neos und der ÖVP keine Koalition bilden können. Es ist ein bisschen Kaffeesud, ich weiß das. Ja. Nein, es ist Mathematik. Jetzt werden sich die Parteien untereinander verständigen. Es hat der Bundeskanzler ausgeschlossen, mit Herbert Kickl eine Koalition zu machen. Das steht mal. Jetzt werden die Desonierungsgespräche starten. Dann gibt es nur eine Mehrheit jetzt mit der SPÖ und einer dritten Partei. Sonst gibt es schlicht keine Mehrheit. Es gibt ja auch eine Mehrheit zwischen der ÖVP und der SPÖ. Die beiden Parteien könnten eine Regierung bilden. Ja. Sagen aber beide, das wird wahrscheinlich irgendwie nicht gehen. Gut, wären aber auch die Grünen nicht dabei. Wenn die Grünen dabei wären, ÖVP und SPÖ und Grüne, wäre eine Koalition von 3 Wahlverlierern. Wo genau sehen Sie da den Regierungsauftrag? Also es werden ja Koalitionen und Regierungen gebildet entlang von Mehrheiten. Und da spielt es keine Rolle, ob man gewonnen oder verloren hat. Es bildet sich eine Mehrheit im Parlament, die dann zum Präsidenten geht und sagt, wir sind in der Lage, eine Regierungsmehrheit herzustellen. Und dann wird es darauf ankommen, gelingt es überhaupt, eine stabile Regierung zu bilden, die auch die Herausforderungen, vor denen Österreich steht, in Europa auch wahrzunehmen. Ich orte eine Menge auch an Handlungsbedarf und Reformbedarf in Österreich. Es wird notwendig sein, da dringende Fragen auch anzugehen. Und da glaube ich schon, dass es wohl darauf ankommt, die staatstragenden und vernünftigen Kräfte einzubinden. Die FPÖ, das möchte ich an dieser Stelle betonen, hat diese Konstruktivität nicht. Die FPÖ ist angetreten mit Hass, mit Spaltung und ist in meinen Augen nicht in der Lage, ein Land zu führen. Höre ich jetzt aus Ihrer Antwort heraus, dass Sie eine 4er-Koalition gerne hätten gegen die FPÖ?
Ich meine, es müssen jetzt die Gespräche stattfinden. Dann wird sich herausstellen, wie sind die Koalitionsbildungen möglich. Das wird eine Zeit dauern. Meine Einschätzung ist ja, dass vor der steirischen Landtagswahl das sind Sie sein wird. Und dann glaube ich, dass sich Dinge auch verändern. Weil wer sagt denn, dass sich in der Parteienlandschaft und in der Dynamik nichts verändert? Die Rolle des Bundespräsidenten ist gar nicht angesprochen worden. Der hat alle aufgefordert, jetzt einmal miteinander ins Gespräch zu gehen. Und dann wird ihm berichtet werden und dann wird man sehen, wie weit man kommt. Herr Minister Rauch, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Dankeschön, Herr Wolf. Und wir wechseln damit ins Ausland, in den Nahen Osten, wo heute wieder Dutzende Raketen auf Israel abgefeuert wurden. Allerdings, wie so häufig im letzten Jahr, wieder von der Hisbollah im Libanon, nicht von ihrer Schutzmacht, dem Iran, wie gestern Abend. Nach diesem bisher größten Luftangriff aus Teheran haben sich Israel und der Iran gegenseitig Vergeltung angedroht, während die ganze Welt darauf hofft, dass der Konflikt nicht noch weiter eskaliert. Barbara Nesslinger berichtet. Über dem Süden Beiruts hängt Rauch. Die Luftangriffe auf Hisbollah-Stellungen gehen weiter. Es gibt mehr als 1.000 Tote, mehr als 1 Million Menschen sind auf der Flucht in Richtung Syrien. Viele sind aber auch in der libanesischen Hauptstadt gestrandet, nicht wissend wohin, wie diese Gruppe Syrer, die vor Jahren vor dem Bürgerkrieg im eigenen Land in den Libanon geflohen sind. Meine Kinder sind hier geboren, wir wollen nicht nach Syrien zurück. Fragen Sie sie. Nein. Syrien, Anna. Videos der israelischen Armee zeigen ihre Bodentruppen, die im Südlibanon vordringen. Beide Seiten, Hisbollah und Israel, berichten von heftigen Kämpfen. Mindestens 8 israelische Soldaten sind tot. Der Krieg im Südlibanon sei besonders heikel, sagt der Militärexperte. Hisbollah ist hier im Vorteil, weil sie ja die Gegend kennt, weil sie Vorbereitungen getroffen hat, weil sie sicher auch entsprechende Informationssysteme hat. Und es ist ein unglaublich schwieriges Vorgehen für die israelische Seite. Sie ist sich aber dessen bewusst und offensichtlich auch bereit, hier Verluste in Kauf zu nehmen. Der viel zitierte Flächenbrand ist nach Einschätzung des Experten längst Realität, weil viele Akteure längst aktiv sind. Allen voran der Iran, der die Hisbollah im Libanon, die Houthi-Rebellen im Jemen und die Hamas in Gaza unterstützt. Es ist schon ein Brand. Allerdings, die weitere Entwicklung hängt davon ab, wie Israels Regierung jetzt auf diesen Angriff aus dem Iran reagieren wird. Der iranische Angriff ist zwar letztlich glimpflich verlaufen, die meisten Raketen konnten abgefangen werden, die Schäden halten sich in Grenzen, aber die Eskalationsspirale dreht sich weiter. Als großen Fehler bezeichnet Israels Ministerpräsident den iranischen Angriff und kündigt Vergeltung an. Er sieht Israel am Höhepunkt des Krieges gegen die iranische Achse. Der iranische Präsident kündigt für das nächste Mal eine noch schärfere Reaktion an. Viele westliche Staaten, die EU-Spitze, die G7-Länder verurteilen heute den Raketenangriff Irans auf Israel. Die USA versichern Israel einmal mehr ihre Unterstützung. Man werde eine Reaktion koordinieren. Einen Angriff auf iranische Atomanlagen als Vergeltung schließt der US-Präsident heute aus. Wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass der Einfluss der USA auf Israel äußerst beschränkt ist. Eigentlich können sie nur mehr unterstützen und im Nachhinein abnicken und deklarieren, dass sie Israel weiter unterstützen. Am Abend wieder Raketenalarm in Nordisrael. Eine diplomatische Lösung des Konflikts, eine Waffenruhe, wie immer wieder gefordert. Im Moment scheint sie in weiter Ferne. Die mögliche Eskalation im Nahen Osten war letzte Nacht natürlich auch ein zentrales Thema im amerikanischen Fernsehen, in der einzigen TV-Debatte der beiden Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz und J.D. Vance, 5 Wochen vor der Wahl am 5. November. Es war wohl das letzte TV-Duell, denn Donald Trump weigert sich, noch einmal mit Kamala Harris zu debattieren, weil er sie schon beim ersten Mal besiegt hätte, sagt Trump. Die meisten Beobachter und Umfragen sehen das anders. Wer aber am Wahltag wen besiegen wird, das ist noch immer völlig offen. Die nationalen Umfragen sehen Harris zuletzt leicht voran, aber entschieden wird die Wahl ja in den Einzelstaaten und derzeit hat keine Seite einen entscheidenden Vorteil, wie aus den USA Thomas Langpaul berichtet. Schon am Morgen nach der Debatte ist der erste Werbespot der Demokraten online, dass Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance noch immer nicht eingestehen kann, dass Donald Trump die letzte Wahl verloren hat, ist für sie einer der zentralen Momente des Abends. Did he lose the 2020 election? Tim, I'm focused on the future. That is a damning non-answer.
Es ist eine über weite Strecken sachliche Debatte über politische Inhalte. Immer wieder sind sich die beiden Vizepräsidentschaftskandidaten zumindest über die Problemstellungen einig, wenn es etwa um die in den USA häufigen Schulamokläufe geht. Viele Kinder werden diesen Schrecken erleben. Wir fühlen mit den Familien und wir müssen da besser werden. Gouverneur Walz und ich sind uns einig. Die Frage ist, wie machen wir das? Manchmal sind es die Waffen. Es gibt Dinge, die man dagegen tun kann. Das ist eine gesunde Debatte. Ich glaube, wir können Lösungen finden, die das Recht auf Waffenbesitz wahren und unsere Kinder schützen. Das ist das Wichtigste. Protect our children. That's our priority. Unterschiedlich die Herangehensweisen, etwa auch beim Thema Klimawandel. This idea that carbon emissions drives all the climate change. Gehen wir mal davon aus, dass CO2-Emissionen den Klimawandel verursachen. Sagen wir halt, dass das stimmt, damit wir nicht über eigenartige Wissenschaft diskutieren müssen. Wenn man das glaubt, muss man so viel Produktion und Energiegewinnung nach Amerika holen, weil wir die sauberste Wirtschaft der Welt haben. Senator Vance gibt den Klimawandel zu. Donald Trump aber spricht von einer Ente und sagt, dass es dann mehr Grundstücke am Meer gibt zum Investieren. Nach der Debatte haben beide Seiten das Gefühl, gewonnen zu haben. Ich mochte an Walz, dass er echt ist. Er redet über Dinge, die ihm widerfahren sind. Der andere ist einfach ein guter Redner. J.D. Vance hat gewonnen. Er hat den Amerikanern seine außergewöhnliche Geschichte erzählt. Es war wohl die letzte Fernsehkonfrontation vor der Wahl. Einen Termin für eine zweite Debatte zwischen Kamala Harris und Donald Trump gibt es nicht. Und wenn Sie mehr darüber wissen wollen, können wir Ihnen eine ganz aktuelle Folge unseres USA-Wahl-Podcasts Inside Washington empfehlen auf sound.orf.at und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Und eine kleine Korrektur habe ich noch für Sie, Politologin Lore Heik, die Sie vorhin im Beitrag über die Grünen gesehen haben, legt Wert darauf, dass sie nicht Landesgeschäftsführerin der Tiroler Grünen war, sondern stellvertretende Landessprecherin. Bitte um Entschuldigung und wir haben jetzt noch weitere wichtige Meldungen vom Tag. Der Verein für Konsumenteninformation hat 23 Millionen Euro Entschädigung für 10.000 vom VW-Dieselskandal Betroffene in Österreich erstritten. Vor fast 10 Jahren war bekannt geworden, dass der Autohersteller Motoren und damit Abgaswerte manipuliert hat. Vor der Küste von Djibouti sind mindestens 48 Menschen ums Leben gekommen. 300 Flüchtlinge wollten aus dem Jemen in das ostafrikanische Land zurückkehren. Nach Angaben der UNO haben sie Schlepper auf offener See gezwungen, ins Wasser zu springen. 120 Frauen und Männer werfen dem US-Rapper Sean Combs, auch bekannt als P. Diddy, vor, sie sexuell missbraucht zu haben, darunter zahlreiche zum Tatzeitpunkt Minderjährige. Insgesamt haben sich mehr als 3.000 Personen an die Opferanwälte gewandt. Der 54-Jährige bestreitet alle Vorwürfe. Nach dem Hochwasser sind die Bezirke St. Pölten und Tulln in Niederösterreich weiterhin Katastrophengebiete. Pottenbrunn wurde wieder an die Kanalisation angeschlossen. Die Wiener Linien berichten von massiven Schäden in der U-Bahn-Baustelle Pilgramgasse. Zahlreiche Maschinen und Fahrzeuge wurden zerstört. Nach starken Regenfällen ist das Trinkwasser in mehreren Gemeinden im oberösterreichischen Mühlviertel verunreinigt. Das Personal privater Kindergärten und Horte in Wien hat bei einer öffentlichen Betriebsversammlung für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. Dementsprechend waren die Einrichtungen für 63.000 Kinder heute geschlossen. Und Manfred Meixner weiß jetzt noch, wie es wettermäßig weitergeht. Der Regen macht vorerst Pause, aber morgen steuert ein Tief wieder Regenwolken zu uns. Im Süden Österreichs sowie in Slowenien und Norditalien kann es ergiebig regnen. Der morgige Vormittag verläuft meist trocken mit etwas Sonne. Am Nachmittag setzt im Süden und im Bergland wieder Regen ein. Schnee fällt bis auf 1600 Meter. Regnerisch wird der Freitag und es kühlt weiter ab. Es kann dann bis in höhere Täler schneien. Am Samstag klingt der Regen langsam ab, im Westen und Süden beginnt es aufzulockern. Und an dieser Stelle verabschieden wir uns für heute von allen, die via Dreisat dabei waren. Wir freuen uns sehr, dass Sie da waren. Einen schönen Abend noch aus Wien.
Bei uns in ORF2 geht es jetzt weiter mit dem Weltjournal und einem außergewöhnlichen Dokumentarfilm zum Jahrestag des Hamas-Massakers in Israel. Am 7. Oktober vor einem Jahr überfielen Terrorkommandos der Hamas den Süden Israels und verübten das blutigste Massaker in der Geschichte des Landes. Mehr als 1200 Menschen wurden getötet, 250 als Geiseln verschleppt. Das Weltjournal zeigt heute die Handyaufnahmen einer Gruppe junger Israelis, die sich in einem Bunker verschanzte und versuchte, die Angriffe abzuwehren. Und danach im Weltjournal Plus, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Das Versagen an der Grenze. Das jetzt im Weltjournal, das war für heute die ZIP 2 von uns allen. Hier noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.